Russische Truppen sollen die östliche Donbass-Region komplett zerstört haben. Das hat der ukrainische Präsident Selenskyj gesagt. Er wirft Moskau vor, sinnlos Bomben zu werfen. Unterdessen hat die New York Times neues Videomaterial aus Butscha ausgewertet. Die Bilder belegen offenbar, wie russische Soldaten Ukrainer hinrichten. Geduckt, die Augen verbunden, eine Hand über dem Kopf, die zweite am Vordermann. So laufen diese Ukrainer in den Straßen von Butscha Anfang März offenbar zu ihrem Grab. Nach rechts ihr Hunde, soll einer der russischen Fallschirmjäger rufen. Ein zweites Video, das der New York Times vorliegt, soll die neuen Menschen wenig später zeigen. Vor einem russischen Quartier werden sie offenbar erschossen. Bilder, die Kriegsverbrechen in dem Kiewer Vorort beweisen könnten. Russland bestreitet jegliche Vorwürfe. Moskau verschärft unterdessen seine Angriffe auf den Donbass, so der ukrainische Präsident. Dort ist es die Hölle. Das ist keine Übertreibung. Das ist der Versuch, so viele Ukrainer wie möglich zu töten. Das kommt einem Völkermord gleich. Die Besatzer werden vor Gericht gestellt, verspricht Selenskyj. Im ersten Prozess in der Ukraine gegen einen russischen Soldaten hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft gefordert. Er soll einen Zivilisten erschossen haben.